Das erste Mal vom HSV gehört habe ich als? Als Kind, wo ich HSV im Fernsehen in Holland gesehen habe, also holländische Fernseher, wo die gespielt haben, richtig gespielt haben in UEFA-Pokal und die auch gewonnen haben. Eine der verrücktesten Stories aus meiner HSV-Zeit ist? Eigentlich sportlich verrückt, schön verrückt. Das Spiel gegen Juve, wo wir wieder in die Champions League waren und das Heimspiel hier 4-4, das war ein verrücktes Spiel. Eine verrückte Situation. Fällt dir da noch irgendwas ein mit Mitspielern oder sowas? Ja, die verrückte Situation war natürlich, wo wir 3-1 zurückliegen und 4-3 auf einmal führen mit noch einem Elfmeter von. Und das ist natürlich auch verrückt von einem Torhüter, der, ich glaube, diese Saison, in dieser Saison auch, ich glaube, 7 Tore geschossen hat. Jörg Butt. Das war oder ist eigentlich ziemlich verrückt. Als mein Sohn zum FC St. Pauli gewechselt ist, habe ich? Das erste Mal ein bisschen so gekratzt. Aber es geht nicht um mich. Das ist natürlich wichtig. Es geht um Justin in diesem Fall. Und der soll seinen Weg gehen. Und wenn das der beste Weg ist für ihn oder damals war, dann soll er das machen. Hat sich super eingelebt. Auch St. Pauli ist ein toller Verein. Die Stadt Hamburg ist sowieso für uns so wie eine Heimat. Also, und er ist auch sehr gut dort aufgenommen. Also kein Problem. Aber ich bin halt HSVer. Wenn ich zurück ins Volksparkstadion komme, dann mache ich als erstes? Am liebsten laufe ich draußen und gucke auf den Rasen. Das geht leider nicht, aber das ist eigentlich das Schönste, was ist. Auf den Platz stehen, auf den Rasen stehen und rumgucken, wie schön das Stadion auch ist. Mein lustigster Mitspieler beim HSV war? Ich denke, die ganze Zeit, 6 Jahre gespielt, doch am Anfang Thomas Gravesen. Hast du da noch eine lustige Story oder war der einfach lustig? Nö, einfach so. Jeden Tag hat er was Neues, hat er was gemacht. Das brauchte er auch, um glaube ich, gut zu sein. Oder das hat er wirklich gebraucht. Hermann Rieger war für mich? Ur-HSVer. Man konnte ihn Tag und Nacht anrufen. Wenn ein Problem am Körper war, dann war er für jede Spieler da. Also Top-Mensch da. Also für mich ist Hermann Rieger HSV. Eine Geschichte, die mich immer an Hermann Rieger erinnert, ist? Unser letztes Spiel, wo wir zusammen damals auch aufgehört sind in 2004, haben wir den Nacht vor dem Spiel habe ich ihm angerufen, weil ich konnte nicht schlafen. Ich wusste, dass Hermann noch wach war. Haben ein sehr großes Weizen bestellt, zweimal. Und die haben wir auf seinen Massagetisch hingesetzt und zusammen mal gesprochen über die ganze Zeit zusammen und schön ein Bier getrunken und das war gut. Der holländische Fußball ist besser als der deutsche, weil? Ist nicht besser als der deutsche. Es ist anders. Von Qualität und Niveau her, finde ich, ist die Bundesliga eine andere Nummer als die holländische Eredivision. Also da ist schon, aber es ist halt anders. Also viele junge Spieler können sich sehr gut entwickeln in Holland, weil man ganz jung auch in die erste Mannschaft gehen kann. Das ist in Deutschland ein Tick anders. Ich glaube, den Durchschnittsalter ist in Deutschland auch höher. Also ein bisschen kräftiger, ein bisschen männlicher, ein bisschen schneller. Also man kann und darf das eigentlich nicht vergleichen. An Hamburg finde ich besonders toll. Gesamtstadt ist toll. Leider haben wir das zu wenig mitbekommen, wo wir hier auch als Familie auch da waren, weil man sich nur mit Fußball beschäftigt hat. Das ist eher nach meiner Fußballperiode gekommen, dass man eigentlich öfter mal gesehen hat, wie schön die Stadt ist und kommen hier auch sehr gerne noch, immer. Der beste holländische Spieler, den der HSV je hatte, war? Der beste. Es ist natürlich schwierig, um Spiele zu vergleichen, aber ich denke, höchste Niveau, ich denke Rafael, ich denke schon, ja. Aber Rafael kann das nicht alleine machen, der soll auch zusammen mit Joris Matthijssen, der Innenverteidiger ist und auch ein sehr wichtiger, aber ich denke schon vom Qualität her und was man auch gerne sieht an einem Fußballspieler, ich denke Rafael.
Der HSV-Moment, an den ich mich besonders erinnere, ist? Viele schöne Erinnerungen, aber ich glaube schon, dass das, was immer wieder zurückkommt und wo viele Menschen auch immer jetzt auch noch nachfragen, ist den Spiel gegen Juve, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist einfach der Moment auch und gerade auch Juventus, wo Jahre zurück den Finale auch der Gegner war. Also eigentlich hat alles gepasst. Der Moment, der Stadionumbau fast fertig. Spielverlauf 3-1 hinten, 4-3 führen und zum Schluss so einen Scheißelfmeter bekommen, 4-4. Aber einfach, eigentlich ist das schon das schönste Moment, ja. Ludovic Reis ist ein besonderer Spieler, weil? Der ist ein Sechser, finde ich, also kräftig und schnell am Mann, kann einen Ball abnehmen vom Gegner. Und ich glaube schon, dass er sich jede Woche hier auch steigert. Also kann ein wichtiger Spieler sein für den Verein. Eine meiner Aufgaben als Kapitän des HSV war? Mannschaft beieinander halten. Also das ist schon eine Aufgabe für einen Kapitän. Auch mal Jungs bei die Hand zu nehmen, wenn es vielleicht ein Tick weniger geht oder nicht so läuft und aufpushen von der gesamten Mannschaft. Mein schönstes Tor für den HSV war? Boah, es war natürlich nicht mein Tagesgeschäft, Tore machen, aber nee, weiß ich so nicht. Kann ich eigentlich nicht sagen. Vielleicht hier zu Hause gegen Dortmund, ich weiß nicht welches es war, aber denke ich schon. Aber ich kann mich erinnern an einen Kopfball gegen Freiburg, glaube ich, zu Hause. Also das sind ein paar gewesen. Das Geheimnis, um ein richtig guter Verteidiger zu sein, ist? Geheimnis, weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Guter Verteidiger ist, Innenverteidiger ist, also ich denke schon, meine Spezialitäten waren gutes Stellungsspiel. Vorher schon einschätzen, was passiert, was der Gegner macht. Ich denke, Zweikämpfe waren und Kopfball stark und auch der eigene Mannschaft auf dem Platz hinstellen. Also das ist schon mal wichtig, dass man vorneweg Leute hinstellt, dass man das einfach als Verteidiger dann auch leichter bekommt. Der aktuell beste holländische Verteidiger ist? Virgil van Dijk. Hummel, hummel. Mos, mos.